Also irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer in meinem Leben um drei Dinge. Wie viel Geld habe ich? Habe ich eine Freundin? Und wie viel Immobilien besitze ich? Yo, was geht? Willkommen zu einem Video, was es auch im Jahr 2014 hätte geben können. Es ist sehr, 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 sehr lange her, meine Freunde. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr selber über mich recherchiert und geschaut, was eigentlich im Internet an Informationen und Gerüchten und Dingen über mich herumfleucht. Und ich dachte, ich schaue einfach mal ganz kurz auf der guten alten Suchmaschine Google vorbei und google mich einfach selber mal. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Das ist ja eigentlich ein common Ding, was man als Privatperson oder auch als Person des öffentlichen Lebens immer wieder mal macht. Irgendwie habe ich mir da nie großartig Gedanken gemacht, weil es mir eigentlich komplett egal ist. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal ganz kurz rein, meine Freunde, und gucken mal, was es in Google so über mich zu lesen geht. Wir geben erstmal Revinzeit ein. Revinzeit Twitch, Revinzeit Freundin, Revinzeit Server-IP, Revinzeit Vermögen, Revinzeit Freundin 2020, Shop, Discord, Alter, Größe. Alright, das sind eine Menge Sachen. Beginnen wir erstmal hier. Revinzeit ist Musiker. Revinzeit, Musiker. Revinzeit ist ein deutscher Webvideoproduzent, Livestreamer und Musikproduzent. Bekanntheit erlangte durch die Veröffentlichung des Let's Plays Minecraft, bla 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 bla. Follower über 1,3 Millionen, Sprache Deutsch. Okay, alles klar. 28 Jahre bin ich alt, das ist falsch. Ich bin 24, das wisst ihr. Jetzt gibt's hier tatsächlich noch ein paar lustige Tweets von mir. Hier ist ein wunderschönes Bild von meinem Hund. Das muss man auf jeden Fall gesehen haben auf Twitter. Folgt mir auf Twitter und ganz, ganz wichtig auf Instagram. Abgesehen davon, dass ich hier als Musiker eingerankt bin, würde ich sagen, stimmt das ja soweit alles. Wie viel Geld verdient Revinzeit? Revinzeit, geschätzter monatlicher Verdienst zwischen 7.000 und 112.000 Euro. Beiseite Geringverdiener. Top 10, das verdienen Spiele, Computer, okay, alles klar. Paluten verdient zwischen 13.000 und 200.000 Euro. German Let's Play verdient so viel. Okay, Computer, also Computerbild, wie alt ist das hier, dieser Artikel? Revinzeit mit dunklen Haaren, kurz Revi, lebte einige Zeit im YouTube-Haus. Mit dunklen Haaren. Alright, okay. Was ist das hier? Ist Revinzeit Vegetarier? Antwort, er lebt komplett vegan. Weder Vegetarier wird noch so geschrieben, noch lebe ich komplett vegan. Okay, machen wir weiter. Was ist Revinzeit? Revinzeit, kurz Revi, ist ein bürgerlicher deutscher Webvideoproduzent. Okay, alles klar. Wie viel hat Unge mit Aktien verdient? Was fährt Revinzeit für ein Auto? Revi holt doch nicht den GT63S. Real Talk über sein Traumauto. Okay, alles klar. Es sind auf jeden Fall eine Menge Fragen. Allerdings eigentlich bis dato irgendwie alles soweit in Ordnung. Gehen wir mal ganz kurz hin. Revinzeit. Revinzeit Freundin. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier finden. 5 Jahre lang waren Jody, Calussi und Revinzeit eines der YouTube-Traumpaare Deutschlands. Bravo.de. Hier ist ein Artikel über Jody und mich. Okay, Digga, den habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das denn? Wieso kommt am 28. Dezember letzten Jahres so ein Artikel raus? So ist das manchmal im Leben. Zum Glück haben sich die beiden gut getrennt. Alright, okay. Ein Bravo-Artikel über mich habe ich nicht mitbekommen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall wieder irgendwas, die schwedische Kumpelfreundin. Okay, es wird interessant, es wird pikant, meine Freunde. Es wird sehr pikant. Revinzeit Freundin 2020, Julia. Revinzeit Freundin Schweden, Schwedin. Neue Freundin 2019. Achso, ich werde also hier in Jahren eingerankt. Okay, okay, okay. Hunderte Fans stehen Schlange für Revinzeit und Jody Calussi. Okay, keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen. Ja, aber irgendwie wird hier nicht beantwortet, ob ich eine Freundin habe oder nicht. Also irgendwie... Drei Worte... Ach, Digga, Gottes Willen. Ich habe drei Worte, die Beziehung zweier Menschen komplett verändern können. Ach, Digga, wieso habe ich so ein Sch*** 2014 getweet? Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir sollten über meine alten Tweets vielleicht noch irgendwann mal reden. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ja, aber jetzt wird hier irgendwie nicht klar. Also man sieht hier immer wieder verschiedene Frauen. Auch immer wieder mal die gleiche. Jetzt ist hier noch irgendwie Frau Braber. Aber was ist denn jetzt? Also, kann mir jetzt mal irgendwie... Okay, also, da haben wir jetzt scheinbar keine Info drauf. Ich weiß selber nicht. Also, Leute, vielleicht kann ja einer von euch da mal irgendwas in die Kommentare schreiben. Ist ja sicherlich interessant, da mal zu erfahren, was da so abgeht. Revinzeit Todesursache. Oh, okay, schauen wir mal ganz kurz. Achso, okay, also ich gab noch keine große Falschmeldung darüber, dass ich tot bin. Dann gibt es hier noch Revinzeit Schwester. Was haben wir hier? Ich habe keine Schwester. Okay, das ist auch schon mal ganz gut. Was haben wir denn hier? Revinzeit Vermögen. Schauen wir doch mal ganz kurz da rein. 21.12.2020. Okay, mit Bürger im Namen, bla 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 bla. Plattform, Kanäle, Inhalte. Okay, das ist hier super geiler Content mit Trimax Texture Pack. Absolut geil. Leben und Karriere. Okay. Größte Erfolge. Awards. Vermögen, Einnahmen. Achso, okay. Geschätztes Vermögen. 1,5 Millionen. Ja, da könnte man eigentlich schon ganz gut mit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich ist es schwer zu sagen, wie viel ein YouTuber oder Streamer im Monat verdient. Hier spielen Werbebeiträge, individuelle Verträge und viele andere Faktoren eine große Rolle. Aus diesem Grund können wir das Einkommen bzw. Vermögen von Revinzeit lediglich schätzen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Revinzeit nach eigenen Aussagen diverse Immobilien Besitz und Gesellschafter eines Unternehmens ist. Hierzu dürften seine monatlichen Einnahmen und Grundvermögen deutlich höher ausfallen, als wenn man nur seinen reinen Verdienst auf YouTube und Twitch betrachtet. Ja, vielleicht könnt ihr auch da mal einfach in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich so im Monat verdiene, meine Freunde. Ich meine, das ist sicherlich ganz interessant. Was hat denn Knossi für Vermögen? Das würde mich einfach mal ganz kurz interessieren, auch wenn es eigentlich hier nicht um Knossi geht. Okay, wieso ist Knossis Beitrag so richtig geil mit so Jahren gegliedert und literarische Werke und Videos und bei mir ist es einfach nur so ein Scheißhaufen. Was soll denn das? Wieso wird mir nicht... Nee, das lese ich mir nicht durch. Okay, Revinzeit Vermögen. Was haben wir hier?
hier noch? Revinzeit Größe. Schauen wir mal ganz kurz. Revinzeit Größe. Wie kurz Revi? Okay. Wie alt ist Revinzeit? Revinzeit ist 28 Jahre alt. Wie gesagt, ist falsch. Es gibt hier auch nichts über meine Größe. Hier gibt es irgendwie... Welche Größe? Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie... Es gibt keinerlei Aussage darüber, wie groß ich bin. Das steht nirgendwo im Internet. Okay. Auch hier wieder gerne auf, an euch der Auft... Also schreibt es mir doch ganz kurz. Ah, hier. Revinzeit Stargrößen. Revinzeit hat eine Größe von circa... Leider fehlt dieser Eintrag auch. Schau bitte später nochmal vorbei. Okay. Ja gut. Es gibt also auch wieder hier nichts über meine Größe. Revinzeit Gerüchte. Okay. Schauen wir mal ganz, was hier haben. Streamerbeef, Monte Schlichte, Streit rund um Tanzverbot. Okay, das hatten wir auch schon alles. Bla, 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 bla. Na klar, da habe ich jetzt auch nicht mit viel zu tun gehabt letztes Jahr. Das war... Mein Gott, das ist schon ein Jahr her. Da kann sich wirklich niemand mehr dran erinnern. Okay, also es gibt doch keine großartigen Gerüchte über mich. Shop. Schauen wir mal ganz kurz, ob es einen Shop gibt. Der Revenstore. Was haben wir hier? Ah, Merchandise. Chillig, chillig, chillig. Der seit 20 Jahren nicht mehr aktualisiert worden ist. Ja, es gibt hier noch 3, 4 Shirts, würde ich sagen. Irgendwie habe ich mich nie mit neuem Merch auseinandergesetzt. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Nee. Okay, was haben wir hier noch? Revinzeit Server. Ja klar, der Revi-Server, den kennt man natürlich. Klar, da brauchen wir gar nicht erst drüber zu reden. Aber es gibt im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht viele Sachen, die jetzt hier irgendwie großartig schwierig sind. Wir können ja mal meinen echten Namen googeln. Sebastian Meyer. Sebastian Meyer Immobilien. Ah, da wird man sicherlich was finden. Okay. Oh, oh, oh. Ja, meine Freunde. Die Timmendorfer, ich bin am Timmendorfer Strand habe ich sehr, sehr viel investiert. Ja, genau. Sebastian Meyer Immobilien Köln. Okay. Es wird wirklich sehr viel darauf geachtet, was ich an Immobilien habe. Leute wollen das unbedingt wissen. Ich weiß nicht genau, warum. Hier haben wir nochmal ganz kurz was. MeierImmobilien.info. Auch da kann ich mich von freisprechen. Das ist nicht meine Mutter oder sonst jemand. Ich kenne diese Seite nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer in meinem Leben um 3 Dinge. Wie viel Geld habe ich? Habe ich eine Freundin? Und wie viel Immobilien besitze ich? Also gibt es da nicht noch irgendwelche Dinge, die ihr wirklich von mir wissen wollt? Wie es mir zum Beispiel geht? Wie ich mich heute fühle? Oder was vielleicht meine wirklichen Interessen sind? Nein. Es geht immer nur ums Finanzielle und darum, ob ich in einer Partnerschaft bin. Es wirkt fast schon so, als würden alle irgendwie nur, als würden alle irgendwie gar nicht interessiert sein, wer ich wirklich bin. Aber gut, so ist das halt als Person des öffentlichen Lebens, da kann man nichts machen. Sebastian Meyer, was haben wir noch? Sebastian Meyer, Hamburg Fotografie, YouTube, okay. Also irgendwie im Großen und Ganzen, glaube ich, meine Freunde. So wurde aus Sebastian Meyer aus Euskirchen mit YouTube berühmt. Okay, das ist ein Artikel über mich, den haben wir auch schon mal gehabt. Den kann ich jetzt leider selber nicht lesen, weil ich keinen Stadtanzeiger Plus habe. Shoutout an den Kölner Stadtanzeiger an der Stelle. Super geiles Foto auch von mir. Wirklich, es ist ein arschgeiles Bild. Ehrlich, auch hier mit diesem angeklebten Bild. Also, es ist wirklich einfach nur toll. All in all, meine Freunde, glaube ich, dass tatsächlich... Also, ich hätte wirklich Schlimmeres erwartet. Ich weiß, dass ich mir das letzte Mal, als ich mich gegoogelt habe, tatsächlich Angst haben musste, dass ich entweder schwul, tot oder pleite bin. Und ich glaube, dieses Mal sieht es ganz gut aus. Dieses Mal geht es nur darum, wie reich ich bin und ob ich eine Freundin habe. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden das ganze Video hier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und vor allen Dingen, was so ein paar Dinge sind, so ein paar Gerüchte. Moment mal, habe ich hier einen Song gemacht? Den habe ich doch bestimmt gemacht. Oder? Nee, das ist also unser Meer, unser Gebirge, unser Wald, ja. Unsere Städte, unsere Felder, unsere Straßen, ja. Alles klar, Digga. Ich würde sagen, da bin ich raus, da habe ich auch nichts mit zu tun. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was ich an Immobilien habe, wie mein Grundvermögen aussieht und vor allen Dingen, ob ich eine Freundin habe oder nicht. Ich würde mich einfach mal drauf interessieren. Vielleicht kann man auch ein lustiges Video drüber machen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich streame natürlich gerade schon wieder, für ihr es wisst, ne? Klar, hier der Stream muss sein. Kommt auf jeden Fall rein. Nach dem 24 haben wir wieder ordentlich weiter gehustelt. Wir sehen uns gleich im Stream und ja, folgt mir auf Instagram. Ganz, ganz wichtig, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Hau da rein, bis dann. Tschüsschen, Küsschen.